So, dann schauen wir mal, was hier in Kokiri passiert ist. Da wird man ja direkt freundlich begrüßt. Komm schon, treff! Alter, treff! Der hat mich im Sterben nochmal verletzt. Ja, ich. Nee, mit dir möchte ich das eigentlich damit? Brauche ich mit. Ach, tatsächlich! Ach, dann geh halt sterben. Wollte gerade sagen, weil eigentlich den Deko-Schild kann ich ja nicht mehr benutzen. Ja, hier habe ich geplündert. Hallo! Warum folgt ihnen eine Fee? Sie sind kein Kokiri. Sie haben mit Sicherheit keine Probleme, den Tempel zu betreten, mein Herr. Mein Herr. Wurden sie von den Kreaturen belästigt? Als der Dekobaum uns noch beschützte, haben sich keine Dämonen hier herumgetrieben. Weil es draußen so gefährlich ist, habe ich das Haus nicht mehr verlassen. Nun langweile ich mich hier zu Tode. Und ihr habt doch hier auch nichts zu essen oder so. Ihr müsst doch verhungern. Huh. Oder ist hier in den Krügen irgendwas drin? Keine Ahnung. Aber irgendwie stelle ich mir das schwierig vor, das Haus nicht mehr zu verlassen. Da hinten ist eine Skulptur. Ist das. Oh, wow. Hier ist ja ein ganz großes Kino. Wie auch immer sich da drauf gehalten hat. Ganz großes Kino hier drin. Was ist hier? Ach, hier, Monselia! Gut zu wissen. Hallo. Sie scheinen viel in der Welt herumgekommen zu sein. Haben Sie jemals einen Jungen namens Link getroffen? Ja, so. Etwas. Mido behauptete damals, dass dieser Junge Schuld am Tod des Deckebaumes hatte. Dieser Bastard. Nur Celia hat Link immer verteidigt. Oh. Vielleicht hatte Mido Unrecht. Hatte er. Liebchen, hatte er. Obwohl, rein technisch. Ja, eigentlich doch. Nee, eigentlich. Wir haben den Dekobaum nicht umgebracht, Mensch. Wir haben versucht, ihn zu retten. Dabei sind wir selber gestorben einmal. Aber da wir ja eine Katze sind, wir haben ja 7 Leben. So, wer wohnt denn hier? Haus der Zwillinge. Wo hat denn nochmal Mido gewohnt? Hatte der überhaupt eine Wohnung? Oder hat der im Wald gewohnt? Ja, wer bist denn du? Wer seid ihr? Ach, das sind die Zwillinge. Sehen aber genauso aus wie das andere Mädel da hinten. Irgendwie kommen sie mir bekannt vor, mein Herr. Okay. Was sagst du? Celia ging zum Waldtempel und kam bisher nicht zurück. Okay. Ich würde ja gern mal. Okay, ab in die verlorenen Wälder, würde ich sagen. Auf dass ich. Oh, aua! Geh weg. Auf dass ich den Weg nochmal finde. Haus von Mido. War ich da nicht gerade drin? Ja, da war ich doch gerade drin. Ach, wir haben Mido ausgeplündert. Ja, das. Da gefällt mir das doch noch direkt viel besser. So. Ach, wie süß die jetzt sind. Und wie hoch das vorher war. Ich kann hier auf den. Aufs Dach springen. Bringt mir zwar nichts, aber ich kann da aufs Dach spielen. Springen mal nicht. So. Auf geht's, würde ich sagen. Rechts. Meine ich. Links. Da kommen wir irgendwann mal zurück. Wegen Pfeilchen und so. Rechts vielleicht? Ja. Ach, unser Lieblingsbastard. Mensch, geh weg! Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen. Auch wenn sie Kokiri-Kleidung tragen. Ich habe Celia versprochen, sie vor allen Gefahren zu schützen. Ach, bist du putzig. Hallo. Dann spielen wir mal. Was mache ich denn? Warte mal. Dum. 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 Oh, ich wollte ja nach. Egal. Diese Melodie. Celia hat sie geschrieben. Sie kennen Celia? Das Lied. Celia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht und nicht mir. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch. Irgendwie erinnert er mich an jemanden. An jemanden.
Nee, was ich sagen wollte, war, als ich meine ersten totalen Zelda-Verliebtheit war, musste ich dann mir unbedingt Ocarina kaufen und Ocarina spielen lernen. Also so in Ansätzen kann ich es auch immer noch. Geradeaus. Gott, ich glaube, jetzt war es rechts. Nee. Oder links? Link! Geht links! Hahaha. Der war schlecht, ich weiß. Okay, und jetzt nochmal rechts. Oh, bitte lass das geklappt haben. Chaka! Listen! Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit du... damit ich keine miesen Typen erwische. Drücke Z und stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Guckst. Hast du dich richtig hingestellt? Halte Z gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke. So kann dir niemand auflauern. Oh, oh, ich hab böses... Mami. Mutti. Das ist doch nicht wahr. Boah, ich mag diese Teile nicht. Ich kann diese Teile nicht aufmachen. Erster. Boah, ich hasse diese Teile. Hier ist keiner. Oh, da dreht sich um. Nee, das war dumm. Voll in den Rücken. Und noch ein bisschen Geld einsammeln. Und ja, schön. Gib mir mein Herz, bevor es auseinanderbricht. Oh, er kommt. So, let's wait. Dieser Teil wird dann wirklich eher so ein Let's Wait. Komm, 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 komm. Gut, 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 gut. Komm, ein bisschen schneller. Ah, das war mir eigentlich ein bisschen gut. Oder auch nicht. Mann. Nicht, halt die Schnauze. Mann. So geht. Ja, herzlich willkommen bei Let's Fail. Und schon wieder war der Ton weg. Ich krieg die Kratzer. Ich krieg hier zu viel, ne, Leute? Okay. Und schon wieder hat mein TV sich abgeschmiert. So, liebe Leute, willkommen zurück. Heute ist nicht mein Tag, was die Technik angeht. Also heute stürzt ja wirklich alles ab. Und zwar am laufenden Band. Hallo. Aber immerhin, klappt das jetzt. Aber nicht mehr lange, wie ich schätze. Weil das mag mich einfach nicht. Und ich mag diese Teile nicht, also passt das schon. So, ja. Aber das heißt, ich werde wohl diese Folge enorm viel schneiden. Das wird schon. Also ich freue mich jetzt schon auf das ganze Rumgeschnippel. Komm schon! I see you. Um es mit den Worten von Nightiri auszusprechen. I see you. Komm schon. Oh, Big Daddy in the house. Ins Bein und in den Hintern. Und bam, bam, bam. Da hat dir dein großer Klopper auch nicht geholfen, was? Na, das war doch nett. Okay. Taps, 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 taps. Und die Lichtung kennen wir ja schon. Oh, schön. Diesmal in der Dunkelheit.
Keine Salia. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Ich mag die ganzen Lieder zu den Tempeln. Dum, dum, dum. Die sind also schön. Ach, die ganze Musik. Ich bin ganz verliebt. Ja. Den Zelda-Soundtrack habe ich auch ganz viel zum Schreiben. Ist einfach toll. Ist inspirierend. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Ach, die Impa-Nüsschen. Das klang falsch. Dun, 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 dun. So, ich mache jetzt, bevor wir in den Waldtempel starten, ja, mache ich eine Aufnahmepause. Ich habe Hunger. Und ich hoffe ja, dass die Technik bis dahin sich ein bisschen abgeregt hat und wir einfach pausenlos und störungslos weitermachen können. See ya!